vor 3 Jahren öffentlich angekündigt und angefangen, bin ich nun im Laufe dieses Jahres endlich fertig geworden. Guten Morgen! Meine Lebensgeschichte und wie ich 70 Kilo abgenommen habe. Dieses Buch ist mein Lebenswerk. Aber ich möchte wieder zusammen mit euch einen Titel für das Buch finden. Dazu gibt es diesmal auch noch ein kleines Dankeschön dafür. Aber erstmal zum Titel, weil ihr müsst natürlich wissen, was ist so besonders an diesem Buch und was soll irgendwie auch in den Titel mit hinein. Warum bin ich der Meinung, dass dieses Buch das beste Abnehmbuch aller Zeiten ist? Zum einen ist es die konkrete Dokumentation von 30 Jahren Abnehmerfahrung. Ich lasse nichts aus, keine Peinlichkeit und kein Drama. Mein Stolz bleibt nicht verschont. Und es ist ein Buch voller Hoffnung. Ich bin so oft gescheitert mit meinen Abnehmversuchen. Und es gibt wohl wenige Menschen, die einerseits so wahnsinnig viel ausprobiert haben und so viel Abnehmerfahrung haben und andererseits seit Jahren alle relevanten Studien zur Ernährung und dem Abnehmen gelesen haben. Erfahrung und Wissen trifft sich hier in diesem Buch. Das Buch ist nicht nur was für Abnehmwillige, sondern auch für Menschen, die Erfolg in ihrem Leben auf allen Ebenen suchen. Denn Abnehmen ist ein ganzheitlicher Prozess. Ganzheitlich, ganz wichtig, am besten auch unbedingt in den Titel. Und ganzheitliche Veränderung ist nicht einfach. In dem Buch präsentiere ich so gut wie alle Abnehmmöglichkeiten, von der Schokoladendiät bis zu irgendwelchen Pillen vom Arzt. Denn ich habe alles ausprobiert. Fast alles ausprobiert. Ich räume gnadenlos mit allen Mythen auf. Gerade im Abnehmmarkt wird dir das Geld aus der Tasche gezogen. So schnell kannst du gar nicht gucken. Meine persönliche Geschichte ist erstmalig in Buchform offen dargelegt. Warum und wie ich mich umbringen wollte. Warum ich ein Autoritätsproblem habe. Wie nicht nur mein Körper, sondern auch mein Ego immer fetter wurde und ich das auch unterstützt habe. Alles schonungslos aufgedeckt. Alles dafür, dass du dir was daraus nehmen kannst. Und es tat persönlich auch so gut, sich diese Sachen auch endlich mal von der Seele zu reden. Ich rede über meine Kindheit, ich rede über, ja, über mein Leben. Ich möchte dir zeigen, wie ich bin, wie ich tatsächlich bin und wodurch ich es geschafft habe, auch wirklich abzunehmen. Und ich möchte dir nicht dieses Paradeexemplar, was oft in den Videos den Anschein erweckt, alles zu wissen, präsentieren. Weil so ein Video, das ist automatisch immer nur eine Selektion. Ich sage das immer wieder. Auch wenn die Menschen sagen, wenn sie mich sehen auf Messen und so, dass sie das Gefühl haben, dass sie mich kennen und dass ich genauso bin wie in den Videos. Trotzdem, was ich an Informationen teile, bestimme ich in jedem Video selber. Mein Leben ist weit mehr als das, was ich im Video teile. Und in diesem Buch war es aber wichtig, das auch mit zu nennen. Weil nur so kann man lernen. Nicht irgendwelche abgedroschenen Abnehmratgeber, die... Ich möchte auch nicht über andere irgendwie urteilen und so weiter, aber ich habe wirklich viele Bücher auch zu dem Thema gelesen und ich bin mir sicher, dass es das beste Abnehmbuch ist, was jemals erschienen ist. Und in dem Buch ist noch andere Sachen drin. Meine Audienz beim Bayern München Doc Müller Wohlfahrt ist auch geschildert und die daraus resultierten sehr interessanten Erkenntnisse, gerade was Sport angeht. Und das ist alles exklusiv. Und der Titel darf auch genau das enthalten. Es ist kein rein anonymer Ratgeber, sondern ein Abnehmratgeber. Es ist eine Biografie und es ist ein Motivationsbuch. Alles in ein, um eben dieses ganzheitliche Verständnis dafür zu bekommen. Und die Psyche, die spielt eine ganz, ganz große Rolle beim Abnehmen. Ich habe da auch schon etliche Videos dazu gemacht. Ich zeige in dem Buch eine unglaublich brillante Methode, um seine Vorsätze zu erreichen. Ich stelle das System der Glückspunkte vor, was mein Leben radikal verändert hat. Selbst Menschen, die genau wie ich am Boden lagen, werden hier neue Inspiration bekommen und die Kurve bekommen. Die Kurve bekommen. Menschen, die gar nicht mehr daran glauben, dass sie abnehmen können, genau wie ich, die werden hier in diesem Buch sehen, wie es doch geht. Die Essenz meines Wissens zum Thema zufriedenes Leben und eben auch Abnehmen. Das Buch ist, ich sagte das schon, schonungslos offen mit meinen dunkelsten Geheimnissen und auch denen der Gesellschaft. Das Ding ist vollgepackt mit Inspiration und enthält gesundheitlich exklusive Informationen, speziell angepasst für Übergewichtige. Exklusiv deshalb, das ist jetzt kein Marketing-Schlagwort, sondern weil es eben meine Informationen sind und meine Analyse meines Lebens sind. Und deshalb ist das so einzigartig.
Und das gibt es nirgendwo so aufbereitet und so tief analysiert. Es geht nicht nur um die Ernährung, es geht tatsächlich, und das ist ganz wichtig, dass es in dem Titel rauskommt, dass es eine ganzheitliche Sache ist, dass es auch um die Psyche geht. Beides muss ich treffen. Ich habe den Traum, dass dieses Buch Tausenden, was sage ich, Millionen von Menschen beim Abnehmen hilft. Gerade weil es nicht so ein schnell runtergeschriebenes Ratgeberbuch ist, sondern ein Lebenswerk. Und alle Gedanken, die ich mir in 30 fucking Jahren Abnehmgeschichte gemacht habe und die dazu geführt haben, dass ich tatsächlich 70 Kilo abgenommen habe. Mit Voraussetzungen, die schlechter hätten nicht sein können. Da geht es um Psyche, da geht es um körperliche Gebrechen und vieles wisst ihr ja schon. In diesem Buch ist das alles vereint. Ich habe den Weg gefunden. Den Weg gefunden an einem Punkt, wo die meisten aufgeben und ja, wo viele jetzt schon auch aufgegeben haben und sagen, ach, das wird gar nichts mehr. Und, aber wenn dieses Buch draußen ist, dann ändert sich das Leben dieser Menschen und dann fällt auch von mir so etwas Gewichtiges von mir ab, so etwas Befreiendes. Ich habe dann das Gefühl, der Welt das Wichtigste vermacht zu haben, was ich aktuell kann. Und dafür entblöße ich mich gerne und darauf freue ich mich auch. Das ist einfach ein Gefühl von, ja, das kann mir keiner mehr nehmen. Dieses Buch ist endlich draußen und würde ich gerne auch im Titel haben wollen. Ich möchte mich ganz klar abgrenzen, wirklich von einfachen Ratgebern, irgendwie so, ja, Abnehmen leicht gemacht oder irgendwie sowas oder Rezeptebüchern, sowas, das, ja, will ich mich komplett abgrenzen. Es gibt auch kein einziges Rezept in meinem Abnehmbuch. Ne? Das Buch hat einen viel tieferen Ansatz und ich möchte das mit diesem Titel auch herausstellen, dass es eine ehrliche, schonungslose und entmystifizierende Geschichte eines Menschen ist, der mehr als einmal am Abgrund stand. Das Buch soll die Welt verändern. Und diesmal mache ich das so, wer mir den Titel nennt, den ich am Ende nutze, der bekommt auch ein Gratisexemplar und wenn er das möchte, auch mit persönlicher Widmung. Denn ja, die letzten Titel, die waren alle von euch. Also egal ob das Low Carb der teuflische Trend, vegane Welt mit wenig Geld oder Rohkost vor Low Cost war, es kam alles aus der Community hier und ich finde das ist das Mindeste, dass ich demjenigen, der mir diesen Titel nennt, eben auch so ein Gratisexemplar, so ein richtiges Buch mit persönlicher Widmung dann zuschicke. Und entsprechend, ja, ist mir ein Bedürfnis. Und der Preis steht auch schon fest, das Buch wird genau wie alle gedruckten Bücher bei mir denselben Preis haben wie ja, eben auch die anderen Bücher, obwohl dieses Buch wesentlich mehr Worte enthält und ja, wesentlich viel mehr ja, Text. Und dieser Text ist nicht weniger intensiv. Also ich habe das Buch reduziert von 256 oder 58 auf unter 150 Seiten. Aber entsprechend die Schriftgröße angepasst, damit es halt nicht so viele Seiten beim Drucken sind. Das heißt, es ist ein bisschen kleiner geschrieben. So, aber immer noch deutlich, weil bisher hatte ich eher das Feedback, hey, das ist eine schön große Schrift, das kann ich gut lesen. Und ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich so Normalschrift. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, wenn ihr jetzt eure Köpfe rauchen lässt und ja, einen Titel findet, der all das, was ich gesagt habe, inkludiert. Und ich bin total, total gespannt und ja, freue mich auch schon darauf, dass einige Menschen, wo ich genau weiß, dass sie das Buch kaufen werden, entsprechend ja, so viel Input davon erhalten, dass ich... Ja, dass es einen Sinn gehabt hat und dadurch, dass ich das jetzt schon den Lektoren gegeben habe, 4 Leute lektorieren das nacheinander, ist das Buch schon quasi im Umlauf und ja, selbst wenn meine Wohnung abbrennt, wenn ich explodiere oder was auch immer, das Buch ist schon da, es ist geschrieben, es ist schon im Umlauf, es ist schon auf einer Dropbox, Leute haben schon Zugang dazu, eben die Leute, die das lektorieren oder Leute, die das, es gibt ja Leute, die lektorieren das auf grammatikalische Weise, Leute, die machen das alles, Leute, die schauen nur nach einem Sinn, nach irgendwelchen vielleicht Redundanzen, damit das wirklich ein richtig geiles Buch wird. Und von daher ist es auf jeden Fall schon draußen, irgendwie, aber kommt dann erst, nachdem wir den Titel gefunden haben und ich, wie immer, mache ich alles selber. Ich werde auch ein Cover selber entwickeln, da werde ich Bilder drauf machen, wo ich sehr dick war. Da gibt es leider nicht mehr ganz so viele, habe ich alle gelöscht, beziehungsweise damals in meiner Hochzeit wollte ich nie fotografiert werden. Aber es gibt noch ein paar Perlen. Und ja, und dann natürlich auch ein Foto, wie ich jetzt aussehe. Und da freue ich mich dann drauf. Und wenn das dann alles draußen ist, das wird dann wahrscheinlich so ja, Mitte Dezember sein, ja, dann könnt ihr das kaufen. Sowohl als Papierbuch als auch
ja, als E-Book natürlicherweise. Ja, also, der Titel, ihr wisst, was alles reinmischt, ich bin total gespannt, ich freue mich total, es fällt wirklich so richtig was von mir ab, gerade weil es halt so ein persönliches Buch ist und ja, wir sehen uns in den Kommentaren.